So, herzlich willkommen zu meinem iPhone 4 Unboxing Video. Ich habe es mir heute gleich am Donnerstag holen können und werde das Ganze jetzt mal auspacken. Der Karton ist noch dünner geworden im Vergleich zum 3G und 3GS. Wenn man aufmacht, kommt einem gleich das iPhone entgegen. In einer Schutzfolie. Des Weiteren findet man hier wieder einmal diese Plastikabdeckung, wo das iPhone drin liegt, und wieder diese kleine Pappbroschüre, in der sich zum einen diese kleine Klammer befindet, um die Micro-SD-Karte rauszuholen, und dann eine Kurzübersicht. Weiter sind hier drin einmal die Kopfhörer, das USB-Verbindungskabel und für die Steckdose noch kleiner jetzt, wo eben hier hinten USB reinkommt und man dann das iPhone über die Steckdose aufladen kann. Zum iPhone selber. Hier unten gibt es eben wieder zum einen den Lautsprecher und das Mikrofon und zum Anstecken an den PC. Die Micro-SIM-Karte befindet sich diesmal an der rechten Seite und nicht mehr oben. Oben befindet sich zum einen der Sleep-Button, ein weiteres Mikrofon, um Störgeräusche herauszufiltern, und der Anschluss für die Kopfhörer. Hier gibt es zum einen lautlos und laut Kippschalter. Dann gibt es hier Plus und Minus zum leiser und lauter machen. Die meisten von euch werden wissen, dass der silberne Rahmen samt dieser zwei Spalten als Antennen dienen. Auf der Rückseite einmal wieder schön das Apple-Logo, eine 5-Megapixel-Kamera und ein Blitzlicht. Und auch diesmal auf der Vorderseite eine Kamera, mit der dann eben Videotelefonie möglich sein wird. Eine genauere Review ist noch zu den einzelnen Programmen und Neuerungen, kommt demnächst. Soweit jetzt zu diesem Video. Ich freue mich über weitere Abonnenten und Bewertungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!